Tomatensorten. Mit einem Freund zusammen, also der hat ungefähr so 15 gemacht und mein Dad hat so 20 gemacht und dann haben sie quasi auch ausgetauscht. Also da ist alles dabei, von Ochsenherz, rote, gelbe, orangene, dunkle, große, kleine, Cocktail, Cherry, ja, Tomatendealer. Da dann immer nice, dann ja, natürlich unsere, was bei uns ganz besonders ist, ist ja, weil mein Dad auch Hühner und Enten hat. Ist natürlich, und Hasen, ist natürlich quasi ins eigene Fleisch und daraus die gemachten Würste. Mein Dad macht zum Beispiel mit seinen Freunden dann zusammen halt so zweimal im Jahr oder so Würste selbst und die kriegt man halt nirgends, weil er macht dann auch Entenwürste, also aus dem Entenfleisch Würste, auch mit Fenchel und so, die schmecken echt nice. Die habe ich auch schon mal gezeigt, so, ich kann sie nochmal kurz rausholen. So sehen die jetzt dann aus, also quasi das sind jetzt mehr Gäste, die er gemacht hat. Also Lamm, halb Lamm oder halb, ja, Lamm ist da und weiß gerade, halb Lamm, halb Schwein, glaube ich, mehr Gäste, ja. Werden dann einvakuumiert, eingefroren und dann haben wir das ganze Jahr schöne Würstchen. Da macht er grobe Bratwürste, mehr Gäste, Entenwürste, schärfere Würste, also so 5, 6 verschiedene Sorten. Ja, und ansonsten fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein, was wir noch haben. So geil und man weiß, was drin ist. Ja, definitiv. Das war nämlich auch die Intention von meinem Dad. Quasi einfach authentische Sachen zu essen, die keinen Geschmacksverstärker oder sowas haben oder keine Zusatzstoffe, weil es dann doch irgendwie in den letzten Jahren irgendwie so ein Boom war. Momentan geht ja der Boom wieder zurück davon, was ich eigentlich ganz gut finde. Ja. So, ich stelle das mal hier rüber, das müssen wir jetzt nicht hier kochen. Ich bin mehr Krokant-Boom. Tom kocht, alles klar. Krokant, ja, beim schönen Frankfurter Kranz. dann können wir jetzt noch die Gurke gleich schnibbeln, die geschnittenen Gurken dann noch entwässern ein bisschen, dass sie knackiger werden. Ja, machen wir doch das noch gleich als nächstes. Aber servus, Le Tom Koch, dass du wieder am Start bist. Grüß dich. Leider nicht, sogar Sterneküchen mit meine Enzyme, um zum Beispiel Fisch zu entkreten, zu füllen und wieder zusammenzukleben. Okay, aber hat natürlich auch wieder eine Kunst. Wenn das Enzym ist ja jetzt im ersten Sinne mal nichts Schlimmes, würde ich jetzt mal so behaupten. Oh, hier hängt wieder mein Bändel raus. Und wenn man dadurch irgendwas Tolles herstellen kann. Ja, ich finde nur, so unnötige Sachen sollten halt nicht ins Essen reinkommen. Und wenn man ja so eine Lust und Leidenschaft hat, ich heiße jetzt nicht, dass jeder hier plötzlich die Würste selber machen soll, aber wenn man das, mein Dad macht das ja auch nicht nur aus dem Grund, weil es ihn stört, er könnte ja auch sagen, okay, ich suche mir halt irgendjemand, der das so macht. Es gibt ja auch Metzger, die verzichten auf sowas. Aber er hat ja auch Spaß und Freude dran. Und deshalb mache ich ja zum Beispiel auch dann mal, wie letztens, die Maultaschen selbst. Ja. Ich könnte mir auch gute so beim Metzger aus Karlsruhe mitnehmen, aber ja, ich habe halt Lust und Freude dran, mach's dann selbst.
Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich wasche die Gurke. Mama Bär, Servusle, grüß dich. Hab Wurst auch schon selber gemacht, aber aus Platzmangel nur Kochwürste, also Leberwurst oder so eine Art Presssack im Glas. Ah, okay. Nee, mein Dad macht tatsächlich dann nur Grillwürste. Also gar nichts anderes an Wurst, sondern nur Grillwürste. Dann schnappen wir uns eine Vierkantreibe, eine Schüssel und setzen das gleich schräg an. Hobeln unsere Gurke runter für einen Gurkensalat. Ja, ich hätte auch keine Möglichkeit zu räuchern. Aber es wäre schon nice. So, schön schräg bleiben, dann ist die Schnittfläche größer. Oder das Stück im Allgemeinen auch größer. So, und am Ende lieber Safety First, ungerade. Habt ihr mal Beef Jerky selber gemacht? Nee, habe ich noch nie. Ich habe das in Kanada immer gerne gegessen. Aber selber gemacht ist ja Dörrfleisch. Habe ich es noch nie. So, traue ich mich noch ein. Jetzt traue ich mich nicht mehr, das reicht aber auch. Solide Leistung. Und die Gurkas. Alle noch rausholen, die hier noch drin stecken. Das ist wie so die Pringles-Flasche, wenn halt die Hand nicht mehr ganz reinpasst, sollte man aufhören, Pringles zu essen. Oder man hat halt eine muskulöse Hand. Dann macht man sich die Öffnung einfach breiter. Geht auch mit dem Dörrautomat. Ja, Dörrautomaten kenne ich auch. So. Alle Gurken rein. So, dele. So. Ich pick halt jetzt hier alle auf. Und da liegt noch eins und dann Salz. So, gute Prise Salz. Also so einen gestrichenen Esslöffel würde ich sagen. Und dann massieren wir das schön ein, das Salz. Und dann lassen wir den Gurkensalat einfach mal so eine halbe Stunde stehen. Zieht ja schon mal ein bisschen Wasser. Das können wir dann abgießen. So. So, schön einmassiert. Sehr gut. Sehr gut.
Nehmen wir nochmal eine kleine Prise oben drauf.